So, ihr Lieben, ich habe meine zwei Männer auf einen kurzen Spaziergang geschickt und hoffe, dass ich euch in ein paar Minuten jetzt kurz das neue Reate-Modell New Epoch vorstellen kann. Wir haben hier vor mir, oder ihr seht hier vor mir, drei verschiedene Versionen des New Epoch. Einmal das New Epoch mit blau anodisierten Griffschalen und Stonewash-Finish, wie man hier leicht schimmernd sieht. Natürlich fällt der Mokutai-Inlay oder das Mokutai-Inlay gleich ins Auge. Wir hatten ja bislang nur einmal beim Horizon D einen Clip in Mokutai-Optik, aber diesmal haben wir ja, echten Mokutai verbaut. Mokutai ist übrigens eine Verschmiedung zwei verschiedener Titanlegierungen und anodisiert. Ist das natürlich ein absolut exklusives Erlebnis beziehungsweise ein Augenschmaus, was da entsteht. Kostet auch ein bisschen mehr. Also Mokutai ist nicht ganz günstig. Die Klinge, seht ihr auch hier, ist schön matt. Bedeutet wieder das helle Stonewash, das wir bereits vom Reate D9 Plus herkennen. Da hat er das ja ebenfalls verwendet. Und der Klingengang ist butterweich. Also ich brauche das Messer eigentlich gar nicht anrücken. Es fliegt einfach auf und es geht auch genauso einfach wieder zu. Zentrierung mit so. Zentrierung, seht ihr, ist auch vorhanden, wie immer. Der Lock steht bei ja, im ersten Drittel. Das ist so das Normale bei Reate. Die zweite Version ist wieder die schlichte graue, die man auch bereits von vielen Modellen vorher kennt. Auch hier Mokutai Inlay. Ist nochmal ein schönes optisches Highlight. Hier der Lock auch wieder bei ja, so 30-33%. Wenn ich gerade hier in der Region bin, zeige ich euch noch eine kleine Besonderheit. Diese Ausfräsung aus dem Backspacer ermöglicht ein wirklich optimales Klingengriffverhältnis. Das Ganze erlaubt nämlich, dass die Klinge so guten halben Zentimeter noch mal länger ist, als sie eigentlich sein könnte, wenn der Backspacer geschlossen bleibt. Und diesen zusätzlichen halben Zentimeter merkt man zum Beispiel, oder diese paar Millimeter merkt man im Vergleich mit dem Torrent. Das Torrent wirkt ja sehr viel wuchtiger als das New Epoch, wenn man es jetzt mal so daneben hält. Allerdings sind die Maße nahezu identisch. Im geschlossenen Zustand ist das Torrent sogar ein bisschen größer. Ich glaube ein paar 3, 4 Millimeter. Und wenn man sich aber die Klingen anschaut, hat das New Epoch definitiv die Nase vorne. Zum einen hat man mehr Schneide. Bedingt natürlich durch den Cutout-Choil, der ein Vorgreifen beim Torrent erlaubt. Aber grundsätzlich ist die Klinge auch von den Maßen her ein Tick größer als beim oder länger als beim Torrent. Und hier hat man keine Ausfräsung aus dem Backspacer. Das heißt, es ist definitiv eine Neuerung, ein kleines ja, Add-on beim New Epoch. Ein weiteres Add-on ist der in den in den Messerrücken integrierte oder das integrierte Lanyard-Hole im Backspacer. Das kennen wir zwar schon vom Wave, dass das Lanyard-Hole im Backspacer integriert ist. Allerdings hat es da rausgeschaut. Und hätte gegebenenfalls stören können, wenn es denn jemanden stört. Hier ist es absolut plain.
und fällt gar nicht auf. Das heißt, wenn man kein Lanyard an sein Messer dran machen möchte, stört einen natürlich dieser Buckel hier. Wenn man sagt, ja, brauche ich nicht. Hier kann man sich aussuchen, ob man denn ein Lanyard dran möchte oder nicht. Und falls man es denn nicht möchte, stört einen auch keine Erhebung oder sonstiges. Den Clip-Designer kann man hier unschwer erahnen. Todd Beck hat mal wieder sein Design dafür hergegeben. Super funktionaler Clip. Ich habe es vorhin ausprobiert. Hakt nichts. Man kann es super einstecken, perfekt wieder rausziehen. Auch obwohl nur eine Schraube diesen Clip hält, sitzt er wirklich bombenfest. Kann man nicht meckern. Das nächste, was auffällt, vielleicht dem ja, aufmerksamen Nutzer oder Zuhörer, ist dieser kleine Schriftzug hier oben, CTS 204P. Das ist auch eine Neuerung. Das erste Mal, dass dieser Stahl bei Reate verbaut wird, ist ein Carpenter-Stahl, der nahezu, ja, also ja, sehr ähnliche Eigenschaften besitzt wie der Böhler M390, gehört also ebenfalls in die Riege der High-End-Stähle. Und ich habe es jetzt nicht explizit als Info von Reate bekommen, aber da das New Epoch heißt, gehe ich davon aus, dass David einfach mal ein paar ja, neue Wege einschlagen wollte, was wir jetzt hier an dem Mokutai Inlay gesehen haben, dass das erste Mal verbaut wurde. Dann eben neuer Klingenstahl und eine weitere Neuerung, die die ja, Fans wahrscheinlich nicht ganz so jubeln lässt. Das ist nämlich der Preis. Wir sind zum ersten Mal, seit es Reate gibt, mit einem Serienmodell oder in Anführungszeichen Serienmodell über 400 Euro. Der Verkaufspreis für alle Modelle, also egal welche Version, liegt bei 425 Euro. Natürlich ist es ein Happen, ja, und eine Stange Geld. Allerdings muss ich sagen, dass diese ja, zusätzlichen Kleinigkeiten, die ich euch jetzt hier gerade erkläre und auch erklärt habe, im Vergleich zum Beispiel zum Horizon D nochmal wirklich aufwendiger sind, das Messer ein bisschen exklusiver machen und von daher absolut gerechtfertigt sind. Jetzt ist natürlich wieder die alte Frage, inwiefern ist es gerechtfertigt, für ein Messer beispielsweise 600 oder 700 Euro auszugeben, wie bei Medford? Und was ist an dem Messer besser als jetzt die Made in China Variante in Anführungszeichen? Da David ja alles ist, nur nicht wirklich Made in China. Er ist ja, wie ich bereits in einem anderen Video erzählt habe, ein extrem großer Messerfan und Messersammler auch. Und er ist ganz weit von Billigproduktion und Designklau etc. entfernt. Also da darf man auf keinen Fall die Chinesen alle über einen Kamm scheren. Diese Messer sind extrem hochwertig gearbeitet. Er schaut sich jedes Modell nochmal, oder ja, jedes Messer schaut er sich nochmal an. Er übernimmt die Endkontrolle, sagt er. Und wenn ich mir angucke, wie wirklich extrem gering die Rückläuferquote ist, dann glaube ich ihm das auch. Natürlich kann immer mal was durchrutschen, wir sind alle Menschen, aber das ist bei Reate wirklich auffallend niedrig. Da können sich manche Hersteller wirklich eine Scheibe von abschneiden. Die letzte Version, die wir haben, ist die komplett schwarze Version. Und bei dieser Version gibt es von unserer Seite her ein kleines Special. Nämlich gibt es diese Version so eigentlich gar nicht. Wir hätten natürlich die Möglichkeit gehabt, das reguläre Modell zu bestellen in Schwarz mit blau anodisierter Hardware.
Allerdings wollten wir das nicht, da wir in der Vergangenheit ja des Öfteren schon Sonderserien oder Sonderversionen gemacht haben mit, ja, mit blanker Hardware, ohne irgendwelche Anodisierungen. Das liegt einfach daran, dass viele oder nicht viele, aber manche einfach das Blau nicht mögen, das eigentlich hier verbaut wäre. Und ich finde, die blanke Hardware setzt einen ganz schönen Kontrast zu der schwarzen Beschichtung. Und es ist natürlich auch möglich, sich die Schrauben in einer Wunschfarbe anodisieren zu lassen. Also das ist gar kein Problem. Wir haben auch jemanden, der solche Anodisierungen vornimmt. Das heißt, wenn ihr im Vorfeld schon sagt, ach Mensch, ich hätte gerne, was weiß ich, bronzefarbene Achsschrauben und die anderen Schrauben hätte ich gerne in lila, dann sagt uns doch einfach Bescheid. Wir klären das mal mit unserem Anodisierkünstler ab, was das denn an Aufpreis wäre. Und dann können wir das gerne für euch abwickeln. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, ich zeige euch einfach nochmal das Messer in Schwarz, in seiner gesamten Pracht. Schwarz ist übrigens meine Lieblingsversion von den dreien. Auf der Klinge zu sehen ist außerdem die Seriennummer des Messers. Wir haben beim New Epoch ebenfalls wieder eine Limitierung auf 400 Stück. Das macht das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen exklusiver. Hier seht ihr die Ausfräsung, die zusätzlichen Millimeter der Klinge erlaubt. Was ich außerdem ein sehr, sehr schönes optisches Detail finde, ist, dass der Flipper aus einer Linie quasi mit den Griffschalen kommt. Das hatten wir in der Vergangenheit eben auch nicht so. Zum Vergleich das Horizon D. Da haben wir hier die ganz normale Kante, über die der Finger quasi ruckelt und dann kommt die Kante des Flippers, über die der Finger dann auch nochmal ruckelt. Also das Ganze ist beim New Epoch definitiv schöner und ergonomischer gelöst. Ebenfalls ergonomisch, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber beim Umgreifen hat man hier eine wunderbare abgeflachte Kante, die den Zeigefinger wirklich bequem positionieren lässt. Auch hier zeige ich nochmal, beim Horizon D gab es das nicht. Das ist ja eine der, wie bereits genannten, Kleinigkeiten, die einfach erklären, warum so ein Messer nochmal ein bisschen ja, hochpreisiger ist als das bislang teuerste Modell von Reate. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, ob es das für euch wert ist. Ich kann nur sagen, ja, die Preissteigerung ist gerechtfertigt. Es steckt wirklich um einiges nochmal mehr, ja, mehr durchdachtes Design in diesem Messer. Hier seht ihr auch nochmal die versteckten Stop-Pins oder verdeckten Stop-Pins, die da schön laufen. Die Klinge läuft übrigens auf Multi-Row-Kugellagern. Also das ist absolut ja, blitzschnell offen. Ich zeige es nochmal. Und auch der Klingengang im Schließen ist phänomenal. Im Vergleich zeige ich noch mal kurz geschlossen zum Torrent. Moment, ich lege mal eben die anderen beiden auf die Seite, damit ich nichts verkratze. Geschlossener Zustand Torrent, da ist das Torrent ein bisschen größer. Und im offenen Zustand sind aber beide gleich groß, beziehungsweise ich glaube, das Torrent ist 2 mm größer. Allerdings liegt das eher am Griff und nicht an der Klinge, wie ihr seht. Außerdem zeige ich euch noch im Vergleich das
New Epoch zum Horizon D, damit man das einfach mal gesehen hat. Das Horizon D ist ebenfalls noch mal ein Stückchen größer als das New Epoch. Von der Klingenlänge ist es aber nahezu identisch. Ja, 2-3 mm hat das Horizon D wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber im geschlossenen Zustand zeige ich es euch auch noch kurz, damit ihr auch wirklich einen schönen Eindruck habt. Das ist schon fast ein Zentimeter, der da größer ist. Und last but not least, das D9 Plus, das Modell, das übrigens gerade ausläuft, genauso wie das Horizon D. Die D9 Plus, die wir noch haben, sind die letzten, die es gibt. Danach kein D9 Plus mehr. Ob es in Stein gemeißelt ist und auch nie mehr zu haben sein wird, können wir noch nicht sagen. Weiß David meistens auch selber noch nicht. Aber erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr zu haben. Und auch das Horizon D, das Carbon ist bereits ausgelaufen, das ist nicht mehr zu bekommen. Und vom TI haben wir gerade noch die paar letzten Exemplare bekommen. Hier nochmal im Vergleich, ihr habt die Qual der Wahl, welches es denn werden soll. Wenn ich die Wahl treffen müsste, ich wüsste, welches ich nehme, aber das ist natürlich persönlicher Geschmack und ich wünsche euch was. Wir hören uns bald wieder. Ich stelle euch unten wieder einen Link rein zu den Daten zum Messer. Was da jetzt gerade im Hintergrund so kreischt und schreit, wenn man es vielleicht hört, ist unsere Katze, die wohl Hunger hat. Es scheint jedenfalls so. Und genau, wenn ihr Fragen habt zum Messer, zu irgendwelchen anderen Sachen, einfach mich anschreiben bitte. Und ihr dürft natürlich auch gerne ja, mal anregen, was ich sonst noch euch zeigen soll. Ich habe ja in der letzten Zeit die Videos etwas vernachlässigt, hatte ich erklärt im letzten Video, dass wir zu Hause etwas umgebaut haben, deswegen eher weniger Zeit da war, aber jetzt sind wir nahezu fertig und jetzt kann ich auch wieder ein paar Videos machen. Gut, dann bis bald, danke fürs Reinschauen und wir hören uns oder sehen uns. Tschüss!